Hallo und herzlich willkommen zum Real Estate Talk des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Heute zum Thema Technology Leader. Bei uns zu Gast Thomas Müller, Head of Digital Transformation der Union Investment. Herr Müller, auf welchen Schwerpunkt setzen denn Immobilieninvestoren derzeit bei der Digitalisierung? Also Immobilieninvestoren sind ja sehr daran bedacht, an den Prozessen zu arbeiten und natürlich auch nach neuen Geschäftsmodellen zu suchen. Was aber entscheidend ist, dass wir gemeinsam an Standards arbeiten. Und das tun wir zusammen mit anderen Playern, um eben einen Datenstandard zu erreichen, der uns hinterher das Transaktionsgeschäft deutlich vereinfacht. In den nächsten Jahren sind ganz viele Innovationen von der Immobilienwirtschaft zu erwarten, die sich auf drei Punkte beziehen. Das wird der Gebäudebetrieb sein, das wird die Gebäudenutzung sein und das wird die Gebäudeverwaltung sein. Was wir momentan beobachten, ist eine sehr starke Tendenz zu Plattformgeschäften, Plattformökonomie. Und da werden wir in den nächsten Jahren viele Themen sehen. Das geht los von Finanzierungsplattformen bis hin zu Plattformen, die den IoT-Betrieb bedienen. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass sehr viele Impulse von den Startups, von jungen Unternehmen in die Immobilienwirtschaft gekommen sind. Wir haben auch gesehen, dass sich etablierte Unternehmen mit eigenen Entwicklungen beschäftigen und diese vorantreiben. Beides zusammen ist wichtig. Wir sehen auf der Startup-Seite eine deutliche Entwicklung. Inzwischen gibt es PropTechs, die sich etabliert haben am Markt, die Marktführer geworden sind, die eigene valide Kundenstämme haben. Beide zusammen ergeben ein gutes Bild und können die digitale Reife der Immobilienwirtschaft noch viel, viel weiter nach vorne bringen, als es derzeit der Fall ist.